habe mich, glaube ich, noch nie so erlöst gefühlt, sage ich mal. Nach einem Jahr wieder auf dem Platz zu stehen und das ohne großartige Schmerzen. Also ich habe noch ein paar Probleme, das merke ich auch noch. Also es ist ja nach einem Jahr, glaube ich, nicht verwunderlich, sage ich mal, dass man da noch ein, zwei, drei Einschränkungen hat noch auf diversen Ebenen. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Ich darf jetzt natürlich nichts überstürzen, also ich muss trotzdem noch vorsichtig bleiben, weil der Körper ist halt nicht mehr dafür ausgelegt, sage ich mal, nach der langen Zeit direkt wieder auf 100% zu sein. Ich denke aber, wie gesagt, ich bin mit dem Andi im guten Austausch jeden Tag und ja, ich werde jetzt auch in der Wintervorbereitung demnach hart an mir arbeiten, dass ich dann quasi in Belek halbwegs wieder mit der Mannschaft zumindest teilweise normal trainieren kann. Wurde ich am Sprunggelenk getroffen, wo ich dann schwer umgeknickt bin, was man auf dem Platz gar nicht so richtig gesehen hat. Und ich habe selber auch noch gar nicht gemerkt. Ich bin ja, wie gesagt, noch weitergerannt danach kurz. Und dann habe ich aber direkt gemerkt, wie mein Sprunggelenk, sage ich mal, ungefähr 45 Grad nach innen stande und ich nichts mehr vom Fuß abwärts gespürt habe. Und dann habe ich mich dann quasi beim Dr. Brehme in Halle nochmal neu operieren lassen und seitdem ist es schon deutlich besser als nach der ersten OP. Ich gehe das einfach ganz gelassen an und gebe mir die Zeit, die ich brauche. Aber ich hoffe, dass ich in der Rückrunde zumindest noch ein, zwei oder vielleicht auch mehrmal im Stadion für die Fans am Auflaufen darf.